Mais nous mas Carlo Miller a présenté un jour l'eau dans ton motoshow dans une flotte beiträge. Au fängen die man am Test vom Hyundai Tucson N-Line, waren noch bei der statischen Präsentation vom neuen Opel Corsa dabei und zum Schluss ein kleiner Reportage aus dem Garage Aston Martin über die Feier vom Clement Seiler. Die Frau ist ganz bestimmt für die Hyundai Tucson und zwei Hybrid-Stütz. Und dann ist am Eisleck, am flotten Eisleck, wo ich auch nicht immer so DAX hinkomme. Wir haben jetzt einen Platz, der mir wirklich gut gefällt, aber wo dann noch ein flotter Kanone steht, aus dem Jahr 1943 mit einer Porte von 17,5 Kilometer. Mit der Hyundai Tucson gebe ich auch nicht so nach 1943, aber da kann ich aber so ein Jahrgang 2019. Wie machen die anderen Marken nicht? Weil alle Marken hat an den letzten Jahren ihr Opfer und sportlich und gedeihtem Equipment deutlich vergrößert. Egal ob R, OPC, S oder GR-Line, ein bisschen mehr optischen Design könnt bei denen meisten Modellen gut tun. Hyundai hat das auch verstanden. Und nachdem sie ihre sportlich kompakten i30 mit dem Zusatzbuchstab N auf den Markt gebracht haben, bringen sie nur mit dem Tucson ihren ersten SUV mit dem Sportemblem N-Line in das Leid. Dieses Emblem soll aber leider nicht mehr auf die äußerliche Sportlichkeit hinweisen. Das ist ein Trainingskostüm, also so einfach wie effektiv, auch steht dem 4 Meter L40 lang Gefühl richtig gut. Ein neuer Kühlergrill, nicht mehr am Lamellendesign, ein verbesserte Ficht an hinterste Jupp, der Dachreling an Seitenschwelle und dazu auffallend 19 Zoll Felgen, boomerangförmig neue Scheinwerfer blenden, monochrom, dafür aber mehr dunkel Dekorelemente und natürlich ein dürbel Rohrauspuff. Auch alles auf Betonung vom Hyundai-Designer-Chef, dem Client geht die Taute Stairs mehr auf die Individualität wie im die Ränge rasse sportlich. Am Interieur hat die neue Version vom Tucson sportlich Sitzer mit dem N-Logo ein roter Kontrast nicht, sowie auch die sportliche Wolle aus der N-Line, auch die Schalltiefel. Die fünften Sitzer bieten einen guten Seitenhalt, auch eine Lesung, die gut für Langstrecke gelungen ist. So gut bietet Hyundai Tucson N-Line auch für die Passagiere hand dran, massig komfortabel Platz, was bei verschiedenen von seinen Konkurrenten nicht der Fall ist. Ein Interieur mit viel Platz an beiden Reihen für Bein und Kap. Sein Mal könnt mit 513 bis 1503 Liter Ladevolumen am Durchschnitt von der Konkurrenz deutlich mit länger rüber. Wo kann ich schon sagen, neben der Optik an einem guten Audiosystem sind das Navigationssystem mit 8 Zoll Touchscreen, 2 Zonen Klimaautomatik auch bald als Sicherheitsfeature mit an Bord. Wie zum Beispiel für Michelot ein Antikollisionssystem, den Tempomat, Kamera für Handrechtszufuhr, Licht- und Re-Sensor und so weiter. Auch im Vorverhalten dürfte den Tucson an Altschema vom Durchschnittschofer herabpassen. Er fährt sich equilibriert gut, ziemlich stramm gefedert, er schlägt auch ziemlich unauffällig, weil alle Knubbeln auf unseren Landstraßen. Sportfuhrwerk oder Adaptivamortisseuren stehen nicht im Programm vom Zweirad-Ugetriebenen unserem Testauto. Mehr, die meisten Schofern dürften aber mit dem Standardprogramm vom Tucson zufrieden und gut bedenkt sein. Sein Motto, ein 4-Zylinder, ein 1,6 Liter Turbo mit der Leistung von 177 PS an einem Drehmoment von 265 Newtonmeter bei 1500 bis 4500 Touren pro Minute, fühlt sich auch schon ganz ordentlich an. An Zinder auf zwei Räder angetrieben, laufredig gut durch. Sein 7-Gang-Dürbel-Kupplungsport bietet kein Schaltwippen an, wird aber an sich nicht gesteuert wird.
schlägt Benzin anstatt Diesel an dieser Klasse nicht gerade üblich, weil hei durch sein Gewicht von 1,7 Tonnen auch Tendenz zum Schluppen besteht. Laut Hyundai lädt sein Verbrauch am Durchschnitt bei 7,5 Liter auf 100 Kilometer. Aber ich hätte mich hei auf normaler Straße so bei 8,5 Liter angependelt. Per Konto auf der Autobahn mit normaler Autobahn-Svitesse könnt ihr schon gerne um die 10 Liter auf 100 Kilometer runden. Wird aber für ihr Gefühl mit 177 PS Leistung an einem Gewicht von 1,7 Tonnen nicht aus der Reihe schlägt. Im Vorfeld ist für mich nichts zu meckern und ich gebe Mengen den Durchschnitt schon, weil wir doch einmal zufrieden sind. Die Hyundai Tucson ist für sich auf der Landstraße sowie auch auf der Autobahn immens equilibriert, wirkt handlich und auch sogar noch sportlich, wenn ihn den Knopf vom Sportmodus trägt. Hinter seiner Geburt am Jahr 1982 wird der Corsair für Opel immer Success mit sich gebracht. Bis heute sind weit über 13,6 Millionen Exemplare vom Band gelaufen und für kurzer Zeit hat er gelehnt an der Belge 30 km 100 Brüssel zu Londersee bei der städtischen Präsentation vom neuen Opel Corsair dabei zu sein. Der Kommunikationsmanager von Opel Belux, der Wim Verloy, hat auch an der Pouvierda den neuen Opel Corsair vorgestellt. Bonjour, on est ici à Londersel pour le lancement de la nouvelle Corsa, la sixième génération déjà. Il faut savoir que la Corsa existe depuis 82, 14 millions de voitures déjà vendues et c'est le moment maintenant de renouveler la Corsa. C'est ça qu'on présente à la presse ici aujourd'hui. Il faut savoir que cette voiture, elle garde l'esprit de la Corsa, mais on veut aller beaucoup plus loin au niveau maniabilité, au niveau confort dans la voiture. Et encore très important aussi, on lance aussi la voiture au niveau électrique maintenant. C'est-à-dire on utilise la plateforme CEMP de PSA, donc une plateforme qui nous permet d'avoir moteur essence diesel, mais aussi électrique sous une seule plateforme, beaucoup de flexibilité au niveau production, mais aussi pour le client. Ça veut dire qu'il peut d'abord choisir pour la Corsa et puis pour la propulsion. Voilà. Chez Opel, on a de l'expérience avec l'Ampera, l'Ampera est aussi, et maintenant on lance la Corsa i, complètement électrique cette fois-ci. Et c'est aussi le début d'un long trajet d'électrification pour la marque, qui est très important. Ça veut dire qu'on aura un modèle électrique dans chaque segment à partir de 2024. Donc l'électrification, c'est très important pour la marque, on y croit beaucoup, et c'est fait sur la plateforme Multi-Energy du groupe PSA. Donc c'est vraiment le début d'une longue carrière pour nous. Für eine Pudisch konnte mir bei einer flott organisierten Sphäre bei Aston Martin am Garage Arnold Konz auf der Thionviller Straße dabei sein. Was noch gefeiert wurde, waren Titel von einer sportlichen Saison von Clement Seiler und Volant von einem Aston Martin.
Iwer de 200 Leit hat d'Invitation ugeholl, an doren a vill prominent Leit, Sponsoren a Frënn aus dem In- an Ausland. Fir zu summen mam Clément den Titel Europameeschter am EM Cup vun der Blanc PGT Europäen Series aus dëser Saison ze feiern. Lo si bestimmt op dëse Bilder och Leit, die Dir gut kennt. Committed no crime and bad mistake.